Der nächste Flieger ist dran und nachdem wir nun mehr als ausführlich über die Boeing 747 gesprochen haben, geht es jetzt auf Airbus-Seite weiter. Da hatten wir zuletzt den A340 und auch wenn das jetzt nicht ganz so logisch klingt, als nächstes kommt der A330. Beide Flugzeuge sind, wie ihr auch gleich merken werdet, sehr, sehr eng miteinander verwandt. Es sind quasi die gleichen Flugzeuge mit unterschiedlicher Triebwerksanzahl. Aber so viel können wir schon mal vorwegnehmen, der A330 ist eindeutig das sehr viel erfolgreichere Flugzeug. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr erinnert euch vielleicht noch an das Airbus A340 Video. Da haben wir noch ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen und ich habe euch nochmal versucht zu erzählen, dass man sich das nicht so vorstellen darf, dass Airbus ein Flugzeug nach dem nächsten gebaut hat, weil das davor ganz gut funktioniert hat und man sich dachte, jetzt bauen wir es vielleicht nochmal ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner, sondern es gab diese Idee von Anfang an von drei verschiedenen Flugzeugen. Ein Flugzeug mit einem Gang, was recht klein ist für die Mittelstrecke oder für die Kurzstrecke. Dann ein Flugzeug mit zwei Gängen, was größer ist und zwei Triebwerke hat. Und ein Flugzeug, was genauso groß ist, auch zwei Gänge hat, aber dafür vier Triebwerke und damit für deutlich größere, längere Langstrecken über viel Wasser geeignet ist. Diese drei unterschiedlichen Ideen standen also alle unter einer großen Idee, unter der Idee von einer für Fluggesellschaften gut nutzbaren, produktiven Produktpalette. Es ging jetzt also nur noch darum, diese Ideen auch vernünftig umzusetzen und so in dieser Form vernünftig auf den Markt zu bringen. Die Idee war simpel, Airbus musste jetzt nur was Geniales draus machen. Zuerst konzentrierte man sich nun also auf den Airbus A320. Er war der große, wichtige Schritt in die richtige Richtung und brachte die Basis für die Technologien, die wir wenig später dann auch im A340 bzw. im A330 wiederfinden. Das erkennen wir ganz einfach daran, dass diese drei Flugzeugtypen vom Ding her die gleichen Cockpits haben. Und wenn wir uns jetzt nochmal an die entsprechenden Daten zurückerinnern, dann flog der erste A320 im Jahre 1987, der erste A340 im Oktober 1991 und der erste A330 im November 1992. Es lag also schon mal nicht wahnsinnig viel Zeit zwischen den Erstflügen aller drei Flugzeugtypen und noch viel weniger Zeit zwischen dem Erstflug des A340 und dem des A330. Das liegt ganz einfach daran, dass die Flugzeuge sehr viel gemeinsam haben. Der A330-300 ist, wenn man so will, schlicht und einfach ein A340-300 mit zwei Triebwerken. Aber machen wir mal langsam. Basis war auch hier wieder der Rumpf des Airbus A300. Mit dem großen Unterschied, dass man ihn für den A330 bzw. für den A340 auf 63 Meter und 60 cm streckte. Damit haben wir auch schon die erste wirklich große Gemeinsamkeit. A330-300 und A340-300 teilen sich einen Rumpf. Die ersten Entwürfe des Airbus A330, der damals als Projektstudie noch anders hieß, sahen sogar gar keine wirklich große Weiterentwicklung vor, sondern schlicht und einfach, dass man den Rumpf in verlängerter Form vom Airbus A300 übernahm, dann schlicht und einfach die gleichen Tragflächen dran machte, jetzt aber die stärksten nun verfügbaren zivilen Triebwerke drunter klatschte und dann hatte man den A330. Wie gut, dass Airbus noch ein bisschen mehr draus machte. Aber das ist die Grundlage und der Gedanke, der dahinter steckt zu dieser Zeit, der liegt natürlich auf der Hand. Denn die Auswahl an fähigen Langstreckenflugzeugen, die war sehr überschaubar und das Monopol lag eindeutig bei den Amerikanern. Es gab zu dieser Zeit die DC-10 und die Lockheed TriStar, beides wirklich gute, starke Flugzeuge, die für viele Dinge zu gebrauchen waren, aber sie waren mittlerweile schon recht alt. Wir befinden uns in Mitte der 1980er Jahre und TriStar und DC-10 hatten ihren Erstflug 1970. Wirklich mehr oder weniger frisch in diesem Segment war zu dieser Zeit eigentlich nur die Boeing 767, die Anfang der 80er Jahre auf den Markt kam. Aber die Boeing 767 hatte zu dieser Zeit zumindest einen großen Nachteil und zwar hatte sie nur zwei Triebwerke, was sie in Zeiten strenger ETOPS-Richtlinien auf Routen, die eigentlich hauptsächlich übers Wasser führen würden, ziemlich unbrauchbar machte. Und dafür hatte Airbus ja jetzt den A340 in der Entwicklung. Und auf genau den Strecken, wo man die Lockheed TriStar oder die DC-10 nicht ewig lange übers Wasser fliegen ließ, weil sie drei Triebwerke hatten und es deswegen ganz gut können, da sollte jetzt der A330 mit nur zwei Triebwerken angreifen und das amerikanische Monopol brechen. Immerhin sollte der mehr als 25% effizienter zu betreiben sein als die eben genannten Typen. Der Airbus A340 flog dann zum ersten Mal, also vor dem Airbus A330, wie gesagt. Und der A330 wurde nebenher entwickelt. Gleiche Teile, gleicher Rumpf, gleiches Leitwerk, gleiche Tragflächen,
nur halt eben eine unterschiedliche Anzahl an Triebwerken. Und deswegen, weil es nur zwei Triebwerke waren, mussten diese recht stark sein. Und das war dann auch von Anfang an im A330-Projekt ein großer Vorteil im Vergleich zum A340-Projekt, denn der Flugzeughersteller Airbus wollte zu dieser Zeit unbedingt die drei größten Triebwerkshersteller für das A330-Projekt gewinnen. Und das gelang dann auch, denn General Electric lieferte für den A330 dann eine Version des CF6-Triebwerkes, Pratt & Whitney lieferte das PW4000, jetzt mal doof auf Deutsch gesagt, und Rolls-Royce baute ganz neu für den A330 das Trent 700. Tja, und der ein oder andere aufmerksame Zuschauer hat jetzt vielleicht schon erkannt, diese Triebwerke hören sich, oder zumindest zwei von denen hören sich stark nach den Triebwerken an, die man zu dieser Zeit auch unter der Boeing 747 in vierfacher Ausführung finden konnte. Stimmt tatsächlich auch, und trotzdem mussten die Triebwerke für den A330 nochmal ein ganzes Stück überarbeitet werden, verstärkt werden oder halt eben wie im Falle von Rolls-Royce komplett neu entwickelt werden. Wie sich im Nachhinein bzw. aus heutiger Sicht herausstellte, war das ein Schritt in die richtige Richtung, ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft, womit Airbus dann auch den Erfolg, den langfristigen Erfolg des Zweistrahlers sichern konnte. Und ansonsten streue ich jetzt nochmal schnell ein paar Begriffe ein, die wir aus dem A320 bzw. A340 Video schon kennen, weil es sind wirklich Technologien, die schlicht und einfach auch in den A330 übernommen wurden. Zum Beispiel eine Fly-by-Wire-Steuerung, ein Sidestick, ein Glascockpit wie aus dem A320 bzw. aus dem A340 und zum Beispiel ein FADEC-System. Natürlich von Anfang an ausgelegt, das ganze Cockpit für nur zwei Piloten, und hier und da wurden am Flugzeug Kohlefaserverbundwerkstoffe verbaut. Und das hört sich natürlich alles schon mal sehr modern an. Es ist unschwer zu erkennen, der A330 kommt aus einer ganz anderen Generation von Flugzeugen als zum Beispiel die Lockheed TriStar oder die DC-10. Also das, was aktuell auf der amerikanischen Langstrecke sonst unterwegs war. Den Rumpf hat man also von früheren Airbus-Modellen übernommen. Die Tragflächen hingegen sind eine komplette Neuentwicklung. Ihr erinnert euch vielleicht an das A340-Video. Es sind schlicht und einfach die gleichen Tragflächen. Nur die Anzahl an Triebwerksaufhängungen ist natürlich eine andere. Ansonsten mussten diese Tragflächen schlicht und einfach aus dem Grund verändert werden, dass der A330 genauso wie der A340 natürlich für die Langstrecke ausgelegt war. Und da musste einfach eine ganze Menge an Sprit rein. Dafür mussten sie schlicht und einfach größer werden, was den Flugeigenschaften des A330 bzw. denen des A340 sicherlich ganz gut getan hat. Und in diese neuen großen Tragflächen geht natürlich auch der Großteil des Treibstoffs rein. Je nach Version hat der A330 noch einen Center-Tank, ansonsten hat er aber vor allem eine ganze Menge Platz für Cargo. In den geräumigen Bauch des Fliegers geht zum Beispiel gut doppelt so viel Cargo rein wie in die längere TriStar, und es geht ziemlich genauso viel Cargo rein wie in den Bauch einer Passagier 747. Und das ist mal ein ziemlich gutes Argument. Der erste Airbus A330, der dann so in dieser Form tatsächlich auch gebaut wurde, das war die 10. Maschine, die auf der neu errichteten A340-A330 Produktionsstraße überhaupt gebaut wurde. Und ganz wichtig natürlich zu sagen, es war ein A330-300, denn der hat die gleichen Ausmaße wie der A340-300. Aber einen großen Unterschied, den man auch optisch ganz leicht erkennen kann, gibt es natürlich noch, und zwar musste auch, wenn der A330 sehr viel stärkere Triebwerke hatte als der A340, er hat immer noch zwei mehr davon, das heißt, der A330 muss eine Ecke leichter starten als der A340. Und deswegen braucht er nicht das zusätzliche Hauptfahrwerk in der Mitte. Das ließ man dann beim A330 schlicht und einfach weg. Der Erstflug erfolgte dann im November 1992 und danach folgte, wie bei jedem neuen Flugzeugtypen, erst einmal eine Phase der Flugerprobung. Und im Juni 1994, als man die Pratt & Whitney Triebwerksoption als neue Triebwerksoption für den A330 zertifizieren lassen wollte, da gab es natürlich auch noch Testflüge, und dabei stürzte ein A330-300, ein Testflugzeug von Airbus, ab, mit 7 Leuten an Bord, die dabei auch ums Leben gekommen sind. Das war der erste Totalverlust eines A330 und zurückzuführen auf eine falsche Reaktion der Cockpit-Crew, heißt es. Tatsächlich war es bis zum Jahr 2009 der einzige Totalverlust eines A330 mit Todesopfern. Nun war der A330 also im aktiven Linienbetrieb unterwegs und er startete im ETOPS-Geschäft mit einem ETOPS 90-Minuten-Rating. Und dann sammelte man mit Hilfe der Fluggesellschaften, die den Flieger gekauft hatten, in 25.000 Flugstunden so viel Erfahrung, dass man das auf ein ETOPS 120 Rating hochschrauben konnte. Wenig später, nicht mal ein Jahr, nachdem man das quasi abgegradet hatte, kam dann das ETOPS 180 Rating mit 50.000 Flugstunden. Und dann war im Jahre 2009 der A330 das erste zivile Flugzeug mit einem ETOPS 240 Rating. Der A330 konkurrierte nun also mit der Boeing 767 und versuchte sich schon mal so ein paar Marktanteile zu sichern, bevor Boeing die 777 brachte. Und wenn man ehrlich ist, war er für 80% der geflogenen Langstrecken schon jetzt, Mitte der 90er Jahre,
die bessere Alternative zum A340. Der größte Vorteil des Vierstrahlers wurde jetzt mit der Zeit langsam aber sicher sein größter Nachteil und die zwei Triebwerke des A330, eigentlich seine größte Schwäche, wurden damit ganz automatisch zu seiner größten Stärke. Und mit über 11.500 Kilometern hatte der Flieger durchaus eine ziemlich brauchbare Reichweite. Das Thema Point-to-Point-Verbindung wurde interessant. Man brauchte Flugzeuge mit weniger Kapazität, aber mehr Reichweite und die trotzdem sparsam fliegen konnten. Bedingungen, die eine Boeing 747SP und ein Airbus A340-300 allein schon dadurch nicht erfüllen konnten, weil sie halt eben vier Triebwerke hatten und nicht zwei. Und zu dieser Zeit war dann das Potenzial für die Boeing 767-300 in der Extended Range Version 767-300ER besonders groß. Das Flugzeug verkaufte sich fantastisch. Der A330-300 aber, der war für diese Kategorie eigentlich zu groß. Und deswegen machte man jetzt, erst Mitte der 1990er Jahre, eine verkürzte Version draus, ein A330-200, der die entsprechenden Bedingungen jetzt wieder erfüllen konnte. Der hatte seinen Erstflug im Jahre 1997 und stand dann ab 1998 im aktiven Linienbetrieb. Dann gab es aber irgendwann schon die Boeing 777-200 und auch die 200er in der Extended Range Variante, die bei der 777 wirklich eine ganze Menge ausgemacht hat und erst ein richtig gutes Flugzeug draus gemacht hat, die kündigte sich schon an. Aber zu dieser Zeit war der Airbus, der A330, noch deutlich effizienter und brauchbarer unterwegs. Aber die 777 entwickelte sich dann auch in ganz anderen Kapazitätsbereichen, die Airbus mit dem A330 dann ja auch gar nicht mehr abdecken konnte. Aber wie dem auch sei, der A330-200 als verkürzte Version hatte jetzt Platz für ungefähr 250 Passagiere in einer 2- bis 3-Klassen-Konfiguration und war damit in dem Bereich der 767 unterwegs, konnte aber mit 13.500 Kilometern Reichweite ein ganzes Stück weiter fliegen als das Modell von Boeing. Und das Modell funktionierte schlicht und einfach auch sehr gut. Airbus konnte mittlerweile vom A330-200 über 660 Stück verkaufen. Vom Airbus A330-300 über 780 Stück. Der A330 ist damit natürlich ein Erfolg. Es ist ein Flugzeug, dem die Zeit in die Karten spielte. Und Airbus machte zur gleichen Zeit das eigentlich auch aktuelle Modell, den A340, selbst irrelevant. Airbus machte dann aus diesem Flugzeug noch einen Frachter, der A330-200, den gibt es als Frachter, seit mittlerweile 2010 ist der im Dienst, es wurden aber nur knapp über 40 Stück verkauft und der hat diesen komischen Hubbel unten am Bug verwerkt, dadurch ist der ziemlich leicht zu erkennen, denn der A330-200 in der Passagierversion, der steht ja so ein bisschen schräg, so ein bisschen nach vorne gekippt auf dem Boden und der A330 als Frachter, der hat das gleiche Bugverwerk bekommen. Damit der aber beim Beladen und beim Entladen gerade steht, hat man da vorne ein bisschen was verlängert und musste das dann aerodynamisch klug und hübsch verpacken. Aber wie gesagt, es wurden glaube ich nur 42 Stück gebaut, da gibt es nicht so wahnsinnig viele von, das ist kein großer Erfolg, da sieht es bei der 777 als Frachter ganz, ganz anders aus, aber der A330 wird sicherlich als umgebauter Frachter noch eine Zukunft haben. Denn wenn diese Flugzeuge irgendwann mal als Passagierflugzeuge außer Mode sind, dann kann man die ziemlich gut als Frachter einsetzen, weil sie doch ganz gut was schleppen können. Und die Dinger werden auch mittlerweile umgebaut und DHL zum Beispiel hat auch schon die ersten Maschinen erhalten. Dazu ist der A330 aber vor allem ein sehr, sehr sicheres Flugzeug. Neben dem tragischen Totalverlust eines A330-200 der Air France im Jahre 2009 im Atlantik mit 228 Toten, gab es 10 weitere Totalverluste, die insgesamt noch 111 weitere Menschenleben forderten. Diese Zahl kommt aber hauptsächlich durch einen zweiten sehr tragischen Absturz im Jahre 2010 in Libyen zustande. Ansonsten ist das eine sehr, sehr ordentliche Sicherheitsstatistik. Eine ordentliche Statistik für ein ordentliches Flugzeug, von dem heute noch über 92% aller ausgelieferten Maschinen im Einsatz sind. Vom über 1000 Mal weniger gebauten A340 fliegt nicht mal mehr die Hälfte. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und auf euer Feedback. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Schaut gerne mal auf der Aero News Germany Internetseite vorbei. Und dann bis morgen und tschüss.